Apropos Weichenstellen, die Montafonerbahn quietscht nicht mehr. Bahnanrainer in Schruns wurden früher durch die Schienengeräusche jeden Tag vor 6 Uhr morgens aus dem Schlaf gerissen. Ihre Beschwerden haben sich offensichtlich gelohnt. Eine neue Anlage wurde installiert und jetzt läuft die Montafonerbahn wie geschmiert, im wahrsten Sinne des Wortes. Das war im Jänner vor 2 Jahren, von einem Bahnanrainer aufgenommen. Und so hörte sich die Fahrt durch die enge Kurve in Schruns heute Vormittag an. Die Bahnanrainer sind erleichtert. Die Schienenschmieranlage ist super, weil sie funktioniert, das ist das Erste. Schade natürlich, dass es so lange gedauert hat, dass da so viel gestritten und Zeug war. Aber das Wichtigste ist auf jeden Fall, dass sie funktioniert. In der Mitte des Gleises liegt noch ein Sprinklerschlauch. Die Montafonerbahn versucht mit Sprühwasser ihre Züge leiser zu machen. Doch die Düsen im Schlauch haben sich immer wieder verstopft. Die Lösung brachte schlussendlich ein in Slowenien entwickeltes Schmiersystem. Sein Geheimnis ist ein Schmierstoff mit 40% Feststoffanteil. Diese Anlage funktioniert so, wenn Zug kommt hier, hier ist Sensor. Und wer bemerkt Metall, dann Sensor gibt Kontakt hier und Material kommt direkt durch diese Schienenbohrungen, kommt Material auf die Schiene. Ganz zufrieden sind die Anrainer allerdings noch nicht. Sie möchten, dass die Züge die Kurve nicht mit 40, sondern mit 15 Kilometern pro Stunde durchfahren. Weil wir schlafen auf der Seite und am Morgen, wenn da der erste Zug losgeht, hat er etwas nach 5 Uhr, oder? Ist da geht es los, das bist du halt wach. Oder? Die Montafonerbahn hingegen will der steigenden Nachfrage nach öffentlichen Verkehrsmitteln gerecht werden. Fahrgäste erwarten, dass Züge nicht schleichen, sondern eben zügig fahren.